Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS17 auf der Yogis Felden und dem John Deere Projekt. So, jetzt werden wir mal den Anhänger wegfahren. Erstmal ein bisschen aufräumen. Sieht dann hier aus wie Kraut und Rüben. So, dann mal gucken, wie man hier am dümmsten. Ach, das Schmies machen. Ja, durch und hinten umlenken. So. Trailer unter die Maschinenhalle. Maschinen aus. Ich muss damit zum Waschplatz. So, jetzt können wir ausmachen. Jetzt müssen wir erstmal hier unsere Gedings darum da waschen. So. Dort schon ist sauber, jetzt kommt die Ballenpresse dran. Die kann man auch als sauber verkaufen. So, dann heißt es wegräumen. Am besten mal hinten lang fahren, würde ich sagen. So, hier haben. Stück vor. Jetzt haben wir meine Rückfahrskills, die leider nicht vorhanden sind. So, jetzt müssen wir reinpassen. Sieht ja fast perfekt aus. So. Jetzt müssen wir den Johnny unterstellen. Hier nicht. Ich schaue dich hier rein. Klebt so noch ein Gewicht da hinten dran, aber egal. Egal. So, haben wir kleinen Rüschen erwischt, das passt. Einmal waschen. Großer Waschtag heute wieder. Aber nach getaner Arbeit sollte man immer die Kübel waschen. So, so keimig warst du nie. Du hast ja bloß das letzte Zeug runtergeholt hier schon.
Das war schon von der Miese. Hast du nichts zu tun mit dem Ballenpressen? Ich hier gleich mal dazu. Sollte ich nur dich, ja, dich räumen haben. Und zwar brauchen wir dann 5 Grasballen, aber erstmal brauchst du Ballenpfleger. Also den schwächeren Player hingestellt. Da gehört ein anderer hin, fällt mir gerade ein. Der steht aber noch im Gemüse rum. Ja, im Gemüse, aber hier im. Aber Linksbums bei der Raffinerie steht er noch rum. Müssen wir da nochmal umschubsen? Was können wir da mal hier? Ein Futtermischer füllen. Ich glaube, wir laufen mal schneller, Kollege Schnürschuh. Der hat eine Ruhe weg hier, Mensch, Mensch, Mensch. So. 4 Stück. Du stehst da mit, Kollege. Falls es dir nicht entgangen ist. Die beiden Aufgaben soll das wohl schon liegen, sind auseinandergeräumt, die Schläge. Schon stehen hier. So, Gras kommt da hinten an. So, Screenshot haben wir. Dann machen wir alles einen Spaß. Crossplay machen wir aus. So, 8000 haben wir drin. Er nimmt sie so wie wir sie haben, das ist ein Pi. Einen Ball brauchen wir da noch. Und damit haben wir den Futtermischer dann auch gefüllt. Und wir produzieren das erste eigene Futter.
So, den Ball nehmen wir noch. Wenn noch einer muss, ah, dann ist Schluss. So, bleibst du hier? So nicht, mein Freund. So. Okay. Was ist alles hier? Bum, 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 bum. Fast 45, 150.000 bei den Reihen. Wir haben schon 3.000, die ersten haben wir schon. So, werden wir den Meier wegräumen. Mal gucken, was unsere Felder machen. Sonst steht er. Dort steht er Kalle. Noch nichts passieren kann. So. Mach mal aus. Dinge, Dinge, Dinge. Dinge. Ja. Gucken, was wir hier in Kompost reinkriegen. Viel wird es, denke ich, nicht sein. Und hoch. 12.000 Liter, ne? Halb Vorkiebel. Gut, halb voll das Teil. Naja, bringt ein paar Weise. Bringt ein bisschen Geld, bringt's. Ich muss kurz überlegen. Baumarkt. Hier haben wir Edeka, das haben wir nicht. Wir wollen zum Baum, wo sind die überhaupt? Gartencenter ist hier oben. Den hier Marker setzen. So, erstmal sind wir auf Kurs. Dann kommen wir mal hier wieder. So schwer ist der Hänger diesmal gar nicht. Dum, didum, didum. Einmal nach rechts und dann die nächste wieder links, wenn ich das richtig sehe. Genau.
Ja. Jetzt kommt der kleine Feld, der ganz günstig ist. Der sogar bis zum Gartencenter durchführt, dann nehmen wir den gleich. Jetzt machen wir den Traktor. Ich würde sagen LKW, aber wir haben ja Bock in LKW. Wir haben ja einen John Deere Traktor. So, jetzt müssen wir andersrum reinfahren. Das Camp will ich mir ja im Pläne wegen rückwärts kurbeln. Und warum soll ich mir das unnötig schwer machen? Ein schöner Autosave, ja. Die Zeit verfliegt, das ist ja eine wahre Freude. So. Ich glaube, der war hier hinten. Die Markierung muss man wohl mal wieder überarbeiten. Die steht da mitten im Wald. Apropos Wald, mal gucken. So, wohl Palettenverkaufgang. So, und er kippt ab. So wie gab noch mal knappe 30. Dann geht's doch. Da fällt weg, wo hier drüben. Wir kürzen aber über das Feld. So, haben wir halt mit den Futtermischer gefüllt. Ja, Futtermischer haben wir gefüllt und Kompost verkauft. Waren wir ja doch nicht so unproduktiv. Okay. Fahr los. Fahren wir mal zurück zum Hof. Und dabei kann man ja nebenbei mal so am Vorbeifahren gucken, wie weit unsere Felder sind. Ach, das Problem ist, sehe ich von hier nicht. Zumindest Feld 4 und 5 nicht. Palim, palim. Also wir fahren unten lang, das sehen wir die Felder. Bei 4 und 5, das sind die letzten gesäten Felder. Die 7 haben wir eine Feldmission gemacht. Kein Dunkel dran erinnern. So. Jetzt müssten wir hier rum. Das Feld 6, das ist nicht unseres. Ja, das ist Biogas. Der eigentlich gut und die eigentlich schön geworden ist, finde ich. Das ist der auch Biogas. Aber da drinnen müssen wir gleich mal gucken.
Aber das wird wahrscheinlich erst in der nächsten Folge. Ich gucke da mal schnell im Off. Ja, wir müssen gucken, weil wir hatten eine Verhältnissendung gemacht. So, ist noch schnell drin. So, dann gucken wir hier so rein. Und sie sehen. So. Ja, zwischen zweiter und dritter Wachstumsstufe dauert noch ein ganzes Action, bis da was vorwärts geht. Ach ja. Das ist nicht so prickelnd. Mal gucken, was wir an Kredit noch überhaupt haben. Vielleicht können wir schon ein bisschen was zurückzahlen. Dass sie dann nicht mehr so voll reinhaut. Aber das machen wir alles in der nächsten Folge, denn wir fahren jetzt zurück zum Hof. Sind wir schon am Hof? Ne, hier sind wir nicht am Hof. Aber das mache ich in der nächsten Folge zurück zum Hof fahren. Ich habe mich gerade wie Frau Franz, aber macht nichts, denn ich komme erstmal zum Ende. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen da, denn ich bin raus. Ciao, ciao, sagt euer so.